Grenchen TV wird Ihnen präsentiert von der Stadt Grenchen, im Gewerbeverband Grenchen und bauschweiz.ch. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zur ersten Sendung von Grenchen TV. Wir sind ganz gespannt und Sie hoffentlich auch. Kennen Sie das Grenchen TV? Grenchen TV, das ist jetzt, gehöre ich jetzt gerade zum ersten Mal. Grenchen TV, nein. Gibt es das? Das soll es geben. Und das sind unsere Beiträge. Inside. Wie wird das Grenchener Stadtzentrum lebendiger? Kultur. Das Kulturhistorische Museum feiert das 100-jährige Jubiläum zum Grenchenbergtunnelbau. Die Triennale in Grenchen findet zum 20. Mal statt. Jugend, Freizeit und Sport. Radio Blitz, das Jugendradio, stellt sich vor. Auf der BMX- und Pumptrackbahn kann man seine Geschicklichkeit trainieren. Und die Bahn-Europameisterschaft findet im Velodrom in Grenchen statt. Wirtschaft und Gewerbe. Ein Kochkurs mal anders. Wir berichten vom Molekularkoch. Amedeo Kreation weiss, was man für gesundes Haar braucht. Und am Schluss noch der Veranstaltungskalender mit dem Gewinnspiel. Wenn ihr jetzt könntet wünschen, was wir so könnten berichten, was würdet ihr hier gerne sehen? Ja, die neuesten Sachen zum Beispiel, die ziemlich wichtig sind, die die Einwohner sollten wissen. Ja, Sport auch, wenn es geht. Ja, einfach allgemein von Grenchen, von der Region und so, was da so abläuft und geht, ja. Vom Grenchen TV natürlich viel über die Stadt Grenchen selber, dass man immer informiert ist. Und sonst einfach ein ganzes buntes Programm einfach für jede Schicht. Für jede Schicht, Altersklasse, für jeden Zuschauer. Das ist schon wichtig, dass man das bringt, wenn man schon mit einem neuen TV auf Sendung geht. Wie Sie an unserer Vielfalt sehen, ist für jeden etwas dabei. Und hier, auf diesen Buttons, haben Sie die Möglichkeit, direkt zum Beitrag zu springen. Einfach mit dem Cursor anklicken und das Video springt. Wie wird das Grenchener Zentrum lebendiger? Ihr Marktplatz, das Herz der Stadt, soll mit Ihrer Mithilfe ein neues Gesicht bekommen. Ihre Vorschläge können Sie bis zum 15. September einreichen. Es locken attraktive Preise. Ja, wir stehen hier auf dem Marktplatz in Grenchen und wie man sieht, es ist einiges los. Es ist Markt, aber ich habe mir hören sagen lassen, dass das nicht immer der Fall ist. Aber dazu gibt es schon Ideen, wie man das Ganze verändern kann. Der Herr Dogwiler hat die Idee und ich möchte ihn jetzt dazu fragen. Herr Dogwiler, stellen Sie sich kurz vor, wer sind Sie und was sind genau die Pläne mit dem Marktplatz? Ja, mein Name ist Andreas Dogwiler, ich bin Redakteur beim Grenchen Tagblatt. Und unsere Idee ist, wir wollen die Diskussion, was man machen könnte im Stadtzentrum, ein bisschen beleben mit einem Wettbewerb, den wir angefangen haben im Grenchner Tagblatt, wo Bewohnerinnen und Bewohner von Grenchen selber können Ideen äussern können, was könnte man eigentlich hier im Stadtzentrum, speziell auf dem Mährenplatz, noch durchführen für Anlässe, Veranstaltungen und so weiter. Und diesen Wettbewerb haben wir angefangen und die Leute können eine Zettel ausfüllen, wo sie beispielsweise eine Zeichnung machen können. Das ist meine Idee, das und das möchte ich hier drauf durchführen und dann einschicken als Grenchner Tagblatt. Und wir schauen dann zusammen mit der Jury die Sachen anschauen und auswählen, wer die beste Idee hat. Es ist ein Wettbewerb. Man kann auch etwas gewinnen. Also jeder, der etwas einschickt, nimmt an dieser Verlosung teil. Wir haben attraktive Preise. Wir können Sponsoren finden. Beispielsweise das Restaurant Parktheater tut das Nachtessen für zwei Personen mit Wein spendieren. Das wird aber dann verlost. Und die besten Ideen haben aus Sicht der Jury, die können die nachher weiter vorstellen, beispielsweise beim Stadtpräsidenten.
ihre Idee einspeisen und das ein bisschen näher darlegen. Das ist unsere Idee. Das ist eine tolle Idee. Dankeschön vielmals für die Informationen. Bis wann dürfen wir damit rechnen, dass die Sachen umgesetzt werden? Ja, es ist jetzt so, also die Frist vom Wettbewerb, der läuft bis am 15. September. Dann werden die Sachen angeschaut und ich denke, nach 10, 14 Tagen könnten wir dann mal schauen, wer das gewonnen hat. Dann schauen wir mit dem Stadtpräsidenten die Ideen an und ich denke, so innerhalb der nächsten Wochen und Monaten wird man nachher mehr hören. Herr Westreicher, was ist das Interesse des Grenchner Gewerbes an der Belebung des Mätplatzes? Ja, zu einer lebenden Stadt gehört nicht nur ein lebendes Gewerbe, sondern auch ein lebender Mätplatz. Und darum unterstützen wir die Aktion vom Grenchner Tagblatt. Und wir hoffen, dass ganz viele Ideen reinkommen, die den Mährenplatz so gestaltet, dass es den Grenknerinnen und den Grenkner wohl ist darauf. Wir sind hier beim Leiter der Kommunikation der Stadt Grenchen, Herr Kranig. Was ist euer Interesse an dieser Belebung des Mährenplatzes? Also wir haben hier mit dem Mährenplatz eine super Infrastruktur, wo wir jede Woche einen tollen Mären drauf haben. Wir haben hier eine Kürbisnacht drauf, ein Rock am Märenplatz, ein Weihnachtsmärt, nächstes Jahr ein grosses Grenchenfest. Aber unser Interesse von der Stadt ist hier natürlich immer, das noch weiter zu beleben, noch mehr drauf zu machen. Da sind auch viele Ideen rum. Aber für uns ist vor allem auch wichtig, was meint die Bevölkerung dazu, was sind hier für Ideen. Weil das sind häufig ganz andere, als wir in den Behörden innen haben. Und das nimmt uns Wunder und darum begrüßen wir jetzt auch die Aktion vom Grenchner Tagblatt zusammen mit dem GVG, der hier die Ideen sammeln will. Und wir sind auch offen, wir sind in dieser Jury drin, die nachher bewerten. Und die Gewinnerideen werden wir dann nachher auch im Detail anschauen und schauen, was effektiv möglich ist. Also ein grosser Aufruf an die Bevölkerung. Bringt eure Ideen. Wir wünschen ganz, ganz viel Glück. Macht unbedingt mit. Wir würden uns freuen. Merci vielmals. Also apropos Belebung vom Mätplatz. Am Samstag, 5. September, ist hier nämlich schon wieder ein Flohmärt vom 9. bis 4. mit einem Dreiorgeltreffen und anderen Aktionen, organisiert vom Schmelzi Wohnheim. Aber jetzt verlassen wir den Mätplatz und gehen weiter. Grenchen und Moutier haben etwas zu feiern. Ein 100-jähriges Jubiläum. Die Rede ist vom Grenchenberg-Tunnelbau. Das Kulturhistorische Museum macht zu diesem Jubiläum eine Ausstellung. Es wird an die spannende und wirtschaftlich wichtige Verbindung durch den Grenchenberg-Tunnel erinnert. Parallel dazu findet in Moutier ebenfalls ein Anlass statt. Ja, wir sind hier im Kulturhistorischen Museum von Grenchen. Wir stehen vor einem sehr grossen Jubiläum. Und Angela Kummer sagt uns jetzt mehr dazu. Ja, wir haben ein grosses Jubiläum dieses Jahr, das wir feiern. Und zwar seht ihr hier ein Album dazu. Wir feiern nämlich die Linie, die Münster-Längnau-Bahn oder 100 Jahre Grenchenberg-Tunnel, wie man das mal sagen kann. Und das tun das Museum in Moutier und wir zusammen feiern und begehen das Jubiläum. Stellt euch noch vor, wenn ihr hier die Bilder anschaut, ihr hättet den Tunnel müssen bauen, indem ihr immer im Nassen wäre gestanden und in dieser Kälte drin. Da sind über 1000, vor allem italienische Staatsbürger, daran beteiligt gewesen und wir sind auch sehr froh, dass sie sich dem gewidmet haben. Wir hatten in dieser Zeit eine spezielle Siedlung, das sogenannte Tripoli, wo eben die Italiener gewohnt haben, so eine Tunnelbauarbeitersiedlung aus Holzbaracken. Und auch auf das gehen wir in den Ausstellungen, die wir machen. In dieser Ausstellung wird auch zu sehen sein, wie als das Grenchen und aber auch in Moutier die Städte sich eigentlich verändert haben durch die Linie, die gebaut wurde. Wir haben hier eine neue Linie bekommen, einen Nordbahnhof auch. Und vor allem sind 2 Viadukte gebaut worden, die eigentlich das Stadtbild extrem geprägt haben. Genau. Wie feiert ihr jetzt den Anlass? Was habt ihr genau geplant? Es sind 2 Ausstellungen geplant. Hier in Grenchen starten wir am 17. September mit einem Jubiläumsweg. Das sind 14 Stationen vom Bahnhof Nord bis zum Tunnelportal oder zur heutigen Alpenstrasse, wo eben das Tripoli war. Und auch im Museum wird dann eine Ausstellung stattfinden. Das dauert bis Ende November, im Museum selber aber nachher noch bis nächsten Frühling. Und in Moutier, die haben den alten Güterbahnhof umfunktioniert zu einem Ausstellungsraum. Und dort startet die Ausstellung am 1. Oktober. Geht aber nur bis Ende Oktober, also tut euch dort auch Oktober wirklich vormerken.
Grenchen ist die Hochburg vom Druck. Nicht der Gelddruck, sondern Kunstwerk in der Originaldruckgrafik. Die 20. Triennale ladet zur ältesten Ausstellung auf dem Gebiet der Originaldruckgrafik ein. Dass man für so ein Event eine grosse Halle braucht, liegt auf der Hand. Ja, wir sind hier in der Tennishalle in Grenchen. Im Moment wird hier noch Wackeltennis gespielt, es wird noch geschwitzt und es läuft noch alles um den Ball am Netz. Aber vom 16. bis zum 20. September verwandelt sich die Tennishalle in ein riesiges Kunstmekka. Es wird zum 20. Mal Triennale stattfinden. Triennale ist die älteste Druckgrafikausstellung der ganzen Welt. Und es hat Grenchen nicht nur in der Stadt, Kantonsgrenze, sondern landesweit bekannt gemacht als das grosse Kunstmekka. Neben mir steht der Herr de Grandchamp. Er ist Präsident der Triennale und er kann uns etwas erzählen über die tolle Kunstplattform. Was erwartet dieses Jahr der Besucher, wenn er hier in die Tennishalle kommt, in Grenchen an die Triennale? Die Triennale, wie erwähnt, ist das 20. Mal wiederum in Grenchen. Wir haben ein Jubiläum, das wir werden feiern können. Heuer könnt ihr Zuschauer, der hoffentlich zahlreich wird kommen, mit dem ganzen Familienumfeld, eine Ausstellung sehen, sondergleichen mit absolut neuen Sachen, die wir werden bringen, sprich 3D-Kunst. Es wird ihn erwarten, eine Anzahl von Druckwerkstätten, 20 von der Zahl her. Wir werden über 200 Künstler haben, die hier in Grenchen werden ausstellen und eine Auflage von den Werken, die es zu bestaunen wird, von der Zahl in ca. 1000 Stück. Also ein riesiges Programm, das ich hier im Sinn habe. Was hat sich konzeptionell in den letzten 20 Veranstaltungen überhaupt verändert an dieser Triennale? Was können Sie uns dazu sagen? Die Triennale tut sich an einem, heute kritisch gesagt, an einem schweren Thema, wie man durch Druckgrafik. Damit wir dort weiterhin unsere Berechtigung haben, sind wir gang wieder auf Neues ausgerichtet. Darum werden wir heuer vom Konzept her ganz klar die Druckwerkstätte in genannter Zahl 20 in den Vordergrund setzen. Die Druckwerkstätten vor Ort werden ihre aktuellen guten Künstler hier in Grenchen präsentieren. Okay, dann hoffe ich auf einen riesen Erfolg von dieser Triennale und dass zahlreiche Leute kommen und dass weiter geschwitzt wird von den Verkäufen, die stattfinden, dass das manche Leute ein bisschen Schweiß auf die Stirn bringt. Danke vielmals. Danke Ihnen recht herzlich, dass wir hier Werbung für unsere 20. Triennale in Grenchen machen. Herzlichen Dank. Sie betreiben in Grenchen ein Gewerbe? Wir unterstützen Sie bei der Kundengewinnung und Werbung. BISTV, Ihre Monatssendung zu aktuellen Themen rund ums Bauen und Wohnen. Jetzt reinschauen auf bauschweiz.ch. Die Jugend hört vor allem auf eins: die Musik. Aus der Liebe zur Musik hat sich auch ein kleines Freizeitradio in Grenchen zusammengeschlossen. Viel Herzblut und Potenzial steckt dahinter. Der Daniel Wiesart, alias DJ Horse, erzählt uns jetzt ein bisschen vom Radio Blitz. Ohne Witz. Kein Witz, das gibt's. Radio Blitz. Wir sind hier im Studio. Und ganz eine tolle Sache. Das erste Grenchner Radio darf ich sagen. Neben mir sitzt der Initiator, der Wiesi. Wiesi, wie bist du auf die tolle Idee gekommen? Ja, die Idee ist eigentlich nicht von mir selber. Also die Idee ist eigentlich von Schüsch, einem professionellen Radiomacher, gekommen, nebenbei noch so ein kleines Freizeitradio zu machen. Denn das sind alles drei Leute, die bei einem anderen Radio sind. Also bei grösseren Radio, die haben sie Freizeit betrieben. Und ich bin dann dort dann irgendwie dazugekommen und eingestiegen. Das war Mai 2011. Und mit der Zeit hatten die dann einfach keine Zeit mehr gehabt und das überhaupt nicht weitermachen. Und ich habe gesagt, also ich war eigentlich im Feuer und habe gesagt, ja, wenn man hier schon das Ganze aufgebaut hat mit Logo, mit allem, drum und dran, wäre ja schade, wenn man das kaputt genommen würde. Und nachher habe ich gedacht, dann nehmen wir das Radio doch auf Grenchen, oder? Und es war ursprünglich zuerst das Grossdiatur, in einem Bunker. In einer Zivilschutzanlage. Das hat eben, darum heisst es ja Bunkerradio. Es ja zuerst geheißen, oder das erste Radio aus dem Bunker. Und dann haben wir es auf Grenchen gezügelt. Super Idee. Und du beschaffst mit einem ganz innovativen Team, habe ich gesehen. Alle sind voller Kraft und ich mache das alle nebenamtlich. Chapeau. Ja, als ich auf Grenchen gekommen bin und das Radio hier, habe ich zuerst bei mir daheim gehabt, habe ich Leute gesucht, die mich unterstützen, die mitmachen wollen.
die Radio machen in der Freizeit, die Freude daran haben, die auch ein bisschen Freak waren, kann man sagen, oder? So wie ich es war. Und ich habe das tolle Team gefunden mit diesen Leuten und die haben mir das auf die Beine gestellt. Und ja, das ist einfach Hobby nebenbei eigentlich, oder? Also wir die Zeit investieren, neben dass wir alle normale Jobs haben. Mhm, super, dass es noch solche Individualisten gibt. Jetzt wollen wir noch mal ein bisschen über das Programm hören. Was habt ihr im Programm? Wie strahlt ihr aus? Erzähl ein bisschen mehr zu dem. Ja, wir haben eigentlich 24-Stunden-Programm. Also bei uns kann man eigentlich immer reinhören. Es läuft 24 Stunden lang Musik, den ganzen Tag, nonstop. Und sonst haben wir die Sendungen, die wir haben, sind alle am Abend, also vom Montag bis Donnerstag. Am Montag haben wir eine Hitparade, Blitzparade, das ist meine Sendung. Am Dienstag die haben wir aus einem Lokalsender von Grenchen, aus einer Bar. Dort macht der DJ Bonsai macht dort ein Rock-Special, der hat 4 Stunden lang einfach Rockmusik. Kann man auch vorbeigehen oder kann man von daheim wünschen. Dann haben wir am Mittwoch ein Black-Music-Special von 6 bis 9 ist das. Jeweils immer mit einem Studiogast. Und am Donnerstag haben wir «World of Music» mit dem Christoph Staub. Also einfach die 4 Röben haben wir sicher ein fixes Programm. Dann haben wir etwa noch, Freitag, Samstag haben wir etwa noch aus den... Ja, aus den, die haben wir etwa noch, wenn einer von uns DJ ist, die haben wir etwa noch live übertragen. Solche Einsätze haben wir auch noch. Und etwa Events, wenn Events jetzt kränken, dann sind wir dort vor Ort und die von dort live senden. So wie jetzt zum Beispiel gerade letzte Woche nennt Rock am Meerplatz. Und dann haben wir etwa noch spontan Sendungen, etwa mal durch den Tag. Wenn einer Lust hat, macht er gerade Sendung oder so. Und dann tut er das ein bisschen bewerben. Und vor allem mit Facebook arbeiten wir intensiv. Ja. Und dann tut das dort bewerben. Und dann haben wir etwa mal am Morgen schon oder am Nachmittag schon. Das haben wir auch etwa mal. Spontan. Und es klingt unheimlich intensiv, wenn du schlafen dich. Ja, es ist schon so. Also wir sind schon viel hier. Das Studio ist fast wie in 2 Wohnzimmer. Oder? Das stimmt schon. Also wir sind recht viel hier. Wir teilen halt mit uns halt ein bisschen einteilen. Oder? Also die meisten von uns haben Gott sei Dank Jobs, die sie nicht bis zu oben um 6, 7 müssen arbeiten. Vielmals bis Nachmittag oder bis um 4, 5. Und dann geht das eigentlich recht gut. Also die Vorbereitungszeit auf eine Sendung ist natürlich schon intensiv, das ist ja so. Man muss sich, wenn man hierher kommt, man kann nicht hierher kommen und einfach Sendung machen, das geht nicht. Man muss sich schon ein bisschen vorbereiten, auch wenn es jetzt um ein kleines Radio ist. Aber wir teilen uns das ein und das geht gut. Super. Wie finanziert ihr euch? Das wäre so spannend. Macht ihr das über Sponsoring? Wie geht das? Ja, Sponsoring ist eben so ein Thema. Wir hätten gerne ein paar Leute, die uns die vielleicht sagen, wir unterstützen das. Momentan die wir uns selber finanzieren. Wir alle in unser Team geben jeden alle Monate einen Betrag, dass wir dort Miete zahlen können und dass wir dass einfach alle Kosten decken, die wir haben, wie Internet und so. Oder? Und das ist momentan die Finanzierung, die wir haben. Aber wir sind schon ein bisschen am Schauen oder offen für jemanden, der sagt, das ist eine gute Sache, wir unterstützen das mit gerne Betrag oder so. Das wäre natürlich schon wünschenswert. Also das wär top, wenn wir jemanden finden würden. Aber wie gesagt, weil wir alle so angefressen sind, die haben das gerne von unserem Lohn, den wir sonst beim normalen Job haben, etwas alle Monate in das investieren. Jetzt angenommen, es wäre irgendwie jemand von unseren Besuchern interessiert, euch ein bisschen unter die Arme zu greifen, kann man da die Informationen auf www.radioblitz.ch dazu bekommen oder muss man sich da persönlich bei jemandem melden? Ja, man kann sich persönlich bei mir melden oder über unsere Facebook-Seite, Radio Blitz, offizielle Facebook-Seite, das findet man im Facebook. Dort kann man eine Nachricht schreiben oder findet man auch alles über uns eigentlich. Also, das ist fast der einfachste Weg. Ja, dann mache ich jetzt einen Aufruf von unseren Zuschauern. Tun Sie doch so ein innovatives Projekt, wie wir da mit dem Radio Blitz in Grenchen haben. Ich glaube, das gehört unterstützen. Das wäre eine tolle Sache, wenn das auch weiterlebt, das Ganze. Und ich hoffe, wir werden noch ganz viele Sendungen von euch hören und werden auch in Zukunft eine sehr kooperative Zusammenarbeit haben. Danke vielmals, Wisi. Danke vielmals, Jürg, und euch auch alles Gute. Merci vielmals. Danke. So richtig austoben kann sich die Jugend auf der BMX- und Pumptrackbahn in Grenchen. Mit grossem Spassfaktor kann man hier seine Geschicklichkeit und Koordination trainieren. Wir sind hier auf dem Pumptrack in Grenchen. Zumindest drauf, wie man sieht, hinter uns flitzen einige vorbei. Ich spreche hier mit Michelle Tanner. Und mir nimmt natürlich Wunder, wie kommt es zum Pumptrack? Was ist der Hintergrund? Was ist der Hintergrund vom Namen? Ja.
Ja, also der Pumptrack oder die BMX- und Pumptrack-Anlage, die wir hier zu Grenchen haben, das, ist ehrlich, das gehört zum Velodrom Swiss dazu. Wir haben, als wir das Velodrom gebaut haben, immer schon gewusst, dass wir das in der unmittelbaren Region des Velodrom aufbauen wollen. Wir haben dann ein bisschen länger gehabt, bis wir wirklich einen geeigneten Platz haben gefunden. Und wenn wir da so auf den Platz schauen, sieht man, dass die ersten drei Linien oder Lines, das ist eigentlich die BMX-Anlage. Das ist schon die grosse Startrampe und die kleinere, die man für das braucht. Und da, wo wir jetzt mit drinnen sitzen, das ist der Pumptrack selber. Das ist eigentlich eine Art eine Piste, wo man mit eigener Körperkraft, durch eine Körperbewegung, eben sogenanntes Pumpen, sich den Schwung holt, um über die Wellen rüberzufahren. Also man braucht nicht eine Rampe oder ja, einen Startgate, um den Schwung zu holen, sondern man macht das mit der Technik, wie man sich auf dem Velo bewegt. Darum der Name Pumptrack. Also das heisst, auf dem Pumptrack braucht man eigentlich gar keine Pedale zum Trampen? Also das ist richtig, ja. Also die wirklich gut fahren, die brauchen keine Pedalumdrehung. Und mit der Rampe, wie funktioniert das? Also dort starten sie oben und dann... Ja, die Rampe, also das Ganze ist eine Trainingsanlage für vor allem lizenzierte Athleten von Swiss Cycling, für BMX-Profis. Und dort ist die 8-Meter-Rampe wirklich den Profis vorbehalten, im Kader. Die 3-Meter-Rampe die ist immer offen, da kann man auch als Kind oder Jugendliches drauf fahren oder als Erwachsenes. Und dort holt man sich den Schwung für die BMX-Anlage. Dort ist dann wirklich das Ganze mit den Sprüngen aufgebaut und hier braucht es eben keine Rampe dazu. Seit wann gibt es jetzt den Pumptrack schon und wie ist es mit der Nachfrage? Wir dürfen am 15. Juni eröffnen. Befahren wird der Pumptrack eigentlich schon seit er asphaltiert ist. Wir haben eine riesige Nachfrage jetzt dürfen, haben für die Kurs. Wir haben dann vor der Sommerferien angefangen so mit Intro-Sessions, wo wir für King am Mittwochnachmittag etwas organisiert haben. Und jetzt hat es wirklich Kurs. Also jetzt kann man am Mittwochnachmittag in einen Kinder- und in einen Jugendkurs kommen. Und die Kurs sind schon sehr, sehr gut besetzt. Es hat noch einzelne freie Plätze, wo man das Pumptrack fahren unter Anleitung von ganz erfahrene Instruktoren lernen. Und sonst ist der Pumptrack öffentlich zugänglich, also wie ein Spielplatz. Man kann immer fahren. Wir haben auf unserer Webseite vom Velodrom Swiss den Stundenplan aufgeladen, dass man sieht, wann muss man mit wie vielen Leuten rechnen und wann ist vielleicht besetzt. Alles klar, also man kann auf der Webseite sich informieren, ob man jetzt fahren kann, ob es Platz hat. Gibt es denn jetzt rein, wenn man dann auf der Bahn ist, gewisse Regeln oder kann man einfach mal losfahren? Ist irgendwie richtig, dass es keine Unfälle gibt und so weiter? Das gäbe es schon, ja. Also, grundsätzlich ist der Pumptrack für eine bestimmte Richtung gebaut. Und das ergibt sich durch die Form durch die Shapes, die angelegt sind. Aber wenn es sehr viele Leute hat, wird da ein bisschen kreuz und quer gefahren und dann ist halt einfach Rücksichtnahme gefragt. Also man muss noch keine Ampel installieren und so, sondern es ist eher, dass man gegenseitig ein bisschen schaut, genau. Und so weiter. Ja, ich wünsche alles Gute beim Pumptrack. Gibt es irgendeinen Anlass, den ihr schon ankündigen könnt, einen Wettkampf oder etwas in die Richtung? Im Moment noch nicht, aber wir sind dran am Schauen, zusammen mit dem Roger Rinderknecht, der Trainer bei Swiss Cycling ist, ob man so etwas aufgleisen will. Was man noch sagen kann, es gibt einen Talent Day von Swiss Cycling im BMX. Da muss man sich aber anmelden. Der findet am 29. August statt. Alle Informationen gibt es auf der Webseite von Swiss Cycling. Und das dient dann wirklich auch so ein bisschen noch Talent suchen, die Freude haben am Fahren auf dem Pumptrack und auf der BMX-Anlage. Alles gut. Ja, also, wir haben Lust, jetzt selber auch hier gerade mal auszuprobieren. Wir schauen jetzt, was wir machen können. Puh, das ist noch anspruchsvoll. Aber wir vom Grenchen TV nehmen jetzt auch Fahrt auf. Wir wollen sehen, was ihr uns zu berichten habt. Die verrückte Fahrt ist von einem der Pumptrack-Trainer aufgenommen worden. Wenn ihr auch eine spannende Story, ein tolles Event oder einfach ein cooles Video habt, schickt es uns. Die besten Videos werden von uns prämiert. Mehr Informationen findet ihr auf der Webseite www.grenchentv.ch. Und wenn wir schon beim Velofahren sind, die Bahn-Europameisterschaft findet im Velodrom in Grenchen statt. Mit diesem Anlass rückt Grenchen in den Fokus vom internationalen Radsport. Wir sind hier im Velodrom Swiss in Grenchen. Es steht uns ein grosser Anlass bevor, nämlich die Rad-EM, Bahn-EM. Und ich habe zwei Mitverantwortliche bei mir von diesem Anlass.
Und ich würde sagen, ich übergebe euch gerade mal das Wort. Stellt euch doch kurz vor, was ist eure Funktion? Ich bin Selina Küpfer und ich bin zuständig für die Kommunikation von den Europameisterschaften. Mein Name ist Nick Kiseli und ich bin Leitung vom OK. Was ist das Besondere an dieser EM? Es gibt viele besondere Sachen. Es ist das erste Mal, dass die Europameisterschaften finden in der Schweiz statt. Sie finden in der Stadt Grenchen, in dem Velodrom Suisse. Der Velodrom Suisse wurde 2013 geöffnet und es ist das erste Mal, dass wir durchführen einen internationalen Anlass. Was ist noch besonders, dass diese EM ist das sechste Qualifikationsrennen für die Olympischen Spiele im Rio von nächstes Jahr. Wir erwarten, dass die großen Nationen wie Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Italien kommen mit ihren großen Fahrern, weil eben ist auch der erste oder sagen wir so der einzige Qualifikationsrennen in Europa vor die WM in London im März. Das heißt, die Fahrer müssen nicht so viel rumreisen und Grenchen ist in der Mitte des Europa und ist sehr, sehr gäbig zu erreichen. Und wieso wir organisieren die EM, ist, weil wir finden, dass die Bahnradsportart muss präsentiert sein an die Schweizer, Radsportfans, an die Schweizer Medien. Und wir möchten auch, dass unsere Schweizer Athleten können einmal ihre super Leistungen vor dem heimischen Publikum zu präsentieren. Grenchen als Zentrum Europas für die Zuschauer. Wie gestaltet sich das? Wie kann der Zuschauer den Anlass erleben? Sehr, sehr interessant und abwechslungsreich. Jeden Tag gibt es andere Wettkämpfe. Kein Wettkampf geht über eine Stunde. Also nach einer Stunde hat man eine Entscheidung. Also so langweilig wird es nie. Die verschiedenen Disziplinen, sei das Ausdauerdisziplinen oder Sprintdisziplinen, die sich abwechseln. Welche Stars dürfen wir erwarten in Grenchen? Das wissen wir noch nicht ganz genau, weil die Anmeldefrist ist erst eine Woche vor der EM. Aber wir haben so gewisse Erwartungen, wer kommen können. Unter den 250 Athletinnen und Athleten aus 28 Nationen ist ziemlich sicher der Weltmeister im Sprint und die Weltmeisterin. Und weil sie als Qualifikationsrennen ist für Olympia im nächsten Jahr, werden die besten Athleten sicher da sein. Wenn wir Glück haben, kann es auch sein, dass der Bradley Wiggins, der Tour de France und der Olympiasieger hier am Start wird sein. Die Highlights vom Anlass. Wer möchte etwas dazu sagen? Es gibt ganz viele Highlights. Jedes Abend gibt es eine Finale. Das heißt, wie Nika gesagt, jedes Abend gibt es eine Entscheidung. Die Highlights für mich persönlich sind das Donnerstagabend und den Samstagabend, weil unsere Schweizer am Start sind. Am Donnerstagabend gibt es Mannschaftsverfolgung, wo das Swiss Cycling Team wird probieren, sich zu qualifizieren für Rio. Und den Samstagabend mit den Einzelverfolgung, wo der Schweizer Stefan Küng, welcher amtierende Weltmeister ist, wird auch am Start sein. Und sowie auch, es wird den Omnium, auch olympische Disziplin, Final geben. Aber wobei den Freitag und Sonntag auch interessant ist. Das heißt, es gibt wirklich jede Menge Rennen, wie Nika gesagt ist, von Sprint, von Ausdauern, Frauen, Herren, alles möglich. Was ist auch interessant ist, es gibt immer eine Abwechslung zwischen Frauen und Herren. Und ja, ich meine, einfach vorbeikommen und schauen. So machen wir es. Wir sind auf jeden Fall auch dabei. Jetzt weiss ich, dass sehr viele VIP-Gäste da sind. Gibt es da ein spezielles Format, wie VIP-Gäste auch da alles besuchen können? Genau, das haben wir. Wir haben ein VIP-Angebot. Es findet statt jeden Abend. Und am Donnerstag, Freitag und Samstag auch über den Mittag. Eingeschlossen ist natürlich selbstverständlich der Eintritt und ein exklusives Essen, das im Mittelraum stattfindet, also sozusagen inmitten des Geschehens. Also, wir sind fast am Ende von unserem Beitrag. Wie sieht es aus mit den Tickets? Die kann man kaufen am Schalter vom Velodrom Suisse oder über das Internet, über grenchen2015.ch. Und es gibt verschiedene Tickets, es gibt Ganztagestickets oder Halbtagestickets oder selbstverständlich auch die ganze EM. Und Tickets gibt es auch bei uns zu gewinnen. Aber mehr dazu ganz am Schluss in unserem Gewinnspiel. Kennen Sie das Grenchner Stadtradio schon oder Radio Blitz? Das gibt's, kein Witz. Wer es noch nicht kennt, aber blitzschnell reinhören auf www.radioblitz.ch oder auf Facebook unter Radio Blitz. Alles rund ums Bauen und Wohnen auf bauschweiz.ch.
Wenn der Bunsenbrenner aus der Werkstatt seinen Ehrenplatz in der Küche bekommt, ja dann ist wirklich etwas am Dampfen. Bahnfrei fürs molekulare Kochen. Der Rolf Kavietzel kommt gern zu Ihnen heim und bringt Sie visuell und kulinarisch zum Staunen. Innovativ und kreativ. Ich sage nur Freestyle Cooking. Boah, da dampft es und tut es. Kochen kann so etwas Schönes sein. Haben Sie auch mal eine Tomate gehabt? Haben die mal oben eingeschnitten? Und nachher das Wasser rein da und nachher sehen Sie das Wasser schwer. Buh! Was machen Sie? Sie nehmen die Tomaten, nehmen den Bunsenbrenner, brennen sie oben an und können sie nachher sensationell schälen. Haben Sie ein anderes Problem mit einem Gericht? Oder wissen Sie nicht, wie Reis kochen? Dann geben Sie bei uns ein, Ihr Lieblingsmenü oder Ihr Problem und wir kommen gerne zu Ihnen heim, kochen das live und geben Ihnen Tipps und Tricks für Ihr geniales Gericht. Merci mal. Was für eine Gelegenheit, so einen hochkarätigen Koch bei sich daheim zu haben. Haben Sie auch manchmal Fragen zum Haar? Also, welche Frisur passt zu mir? Wie pflege ich meine Haare richtig? Oder was kann ich gut zu meiner Kopfhaut tun? Ich habe einen Tipp für Sie. Die Amedeo-Kreation in Grenchen. Das sind Profis mit grossem Erfahrungswert. Denn hier steht nicht nur die Frisur, sondern auch die Gesundheit vom Haar im Vordergrund. Wir haben dem Salon in Grenchen einen Besuch abgestattet. Zuschauer, als ich heute Morgen aufgestanden bin und im Bad in den Spiegel geschaut habe, habe ich gefunden, das geht so gar nicht. Und da gibt es noch eine Rettung hier in Grenchen und die heisst Coiffe Amadeo Création. Und da bin ich jetzt und ich hoffe, dass ich da Hilfe bekomme. Salut Igor. Jürg, herzlich willkommen, guten Morgen. Danke dir vielmals, ich hoffe, dass du mir helfen kannst. Aber sicher, ich kann dir helfen. Dass es nachher wieder ein bisschen aussieht. Selbstverständlich, das super. Machen wir. Super. Los, als erstes darfst du bei uns ein Wolfiumental auslesen, das sind 4 Farben zur Auswahl. Okay, ich nehme so eine Sonnenfarbe, das ist doch schon mal ein gutes Omen. Das ist tipptopp. Super, okay. Dann kommen wir in die Richtung. Okay. Hey, voilà, Jürg. Super. Igo, erzähl, wie lange bist du schon gewaffen und wie lange bist du denn schon da in Grenchen? Jetzt musst du aber schauen, ob ich dir das Mikrofon auch ich sehe nichts, weißt du? Darfst du ein bisschen runterhaben, Jürg? Gerade in die Nase rein. Nein, ein bisschen runter, ein bisschen weiter runter. Jetzt ist gut, ja. Ja, 35 Jahre sind es her, jetzt, seit ich auf dem Beruf bin. Und davor bin ich 30 Jahre jetzt in Grenchen. Seit 1986, 1. April, also nächstes Jahr, haben wir 30 Jahre, 30-jähriges Jubiläum an der Amedeo-Kreation Grenchen. Tatsächlich. Hey, da bist du ja schon fast einer von den ersten Coiffeuren hier in Grenchen. Ja. Und kannst uns ganz viel Geschichten erzählen, glaube ich. Ja, also es ist tatsächlich so, ich bin lange hier und wir können tatsächlich ein Buch darüber schreiben. Es ist, ja, definitiv, ja. Ja, aber wir wollen dich natürlich weiter als Coiffeur und nicht als Schriftsteller da. Und ich glaube, das kannst du viel besser. Ja, okay, ja, ich denke es auch, effektiv. Ja, das ist nicht meine Berufung geschrieben, aber schnurren dafür. Gut, das kann ich auch. Dann schauen wir jetzt weiter, in diesem Fall passen wir sehr gut zusammen. Ja, ich denke es auch. Ja. Igor, was ist deine Philosophie? Unsere Geschäftsphilosophie beruht auf Gesundheit. Im Allgemeinen, so gut das geht, ist Basis natürlich für eine gute Frisur, für eine schöne Frisur, für eine haltbare Frisur, ist immer eine gesunde Kopfhaut. Und wir haben jetzt über die Jahrzehnte haben wir gelernt, wie man das eben machen kann. Sei es über die richtigen, einmaligen Produkte, aber auch über unser Wissen, das wir uns aneignen, auswärts, an Seminar. Das ist für uns entscheidend. Frisuren, das ist das eine. Aber die Gesundheit von Kopf und vom Haar,
Das ist eben das andere. Und um das geht es in unserer Philosophie. Gesunde Kopfhaut heisst den richtigen pH-Wert von Kopfhaut. Shampoo, wo entsprechend sie den Kopfhaut pflegen, wo wir machen, wo sensationell sind, wo einmalig sind, so nie gemacht werden wie bei uns. Und da bin ich stolz drauf im Team, dass wir so etwas dürfen machen und dass das auch Anklang findet und dass unsere Kunden Freude haben an dem. Right leg, can't remember how it happened, but that sure was a pain. They told him Igor, ich danke dir recht herzlich, dass du mich gerettet hast. Ich kann jetzt wieder in den Spiegel schauen. Hast du es sehr gut gemacht. Merci dir, Jürg, dass du hier warst mit dem Team. Und du siehst wirklich sensationell aus. Alles non-invasiv, ohne chirurgischen Eingriff. Okay. Perfekt. Ja, weil du bist wirklich ein Gesichtschirurg. Das hat mit Coiffeur nicht mehr so viel zu tun. Eigentlich. Wofür mich geht. Hä? Wunderbar. Hä? Alles Gute in deinem Team. Danke vielmals. Und den Zuschauern kann ich empfehlen, geht zum Coiffeur Amadeo hier in Grenke. Wir sind dir wirklich bestens beraten. Danke. Kommen wir zum Veranstaltungskalender. Am 5. September ist der Schmelzi-Flohmarkt. Am 7. und 21. September Kappeli, Music und Dein. Lassen Sie sich musikalisch bei gutem Essen verwöhnen. Am 17. September ist der Jubiläumsweg vom Grenchenbergtunnel. Am 17. bis 20. September Triennale. Und vom 14. bis 18. Oktober die Bahn-Europameisterschaft. In unserem Gewinnspiel verlosen wir Tickets zur Bahn-Europameisterschaft. Wenn Sie mitmachen wollen, dann abonnieren Sie die Sendung und hinterlassen uns einen Kommentar. Unter allen Teilnehmern gibt es 10 Tickets zu gewinnen. Viel Glück! Wir sind am Schluss der Sendung. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und ich würde mich freuen, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder beim Grenchen-TV dabei sind. Bis dann! Machen Sie es gut. Grenchen TV ist Ihnen präsentiert worden von der Stadt Grenchen, im Gewerbeverband Grenchen und bauschweiz.ch.